Und willkommen zurück in Griechenland, Leute. Wir sind auf der Suche nach unserer Mutter und wir sollen uns mit ihr treffen. Sie sind in Arkadien, sie sind an der Grenze zwischen dem Schmugglerwald und den goldenen Federn. Sie sind beim Bildnis der Artemis. So, dann schauen wir doch mal, ob wir die finden. Wir markieren uns mal hier ein bisschen was auf der Karte. Okay, wir müssten eigentlich hier irgendwo sein. Wir sind jetzt hier. Goldene Feder, Schmugglerwald. Ich würde sagen, wir gehen mal, machen mal gleich die Fragezeichen weiter. Wenn wir eh schon da auf dem Weg hin sind. Und vielleicht läuft es uns ja auch über den Weg. In der letzten Folge haben wir übrigens hier den legendären Bär umgelegt. War jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Und vor allem sind auch keine Ads gekommen. Also ging es eigentlich. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich muss mal schauen, kann ich denn jetzt schon mein blödes Kopfgeld wegballern da? Kann ich nicht. Es gibt bestimmt, gibt wahrscheinlich bestimmt hier irgendwie zum Spielgrad oder so, keine Ahnung. Liegt auch so ein Bär. Würde ich sagen, gehen wir hierher. Hier muss jetzt irgendwo sein. Hier ist auf jeden Fall die Grenze. Manche Gegner sind stärker als andere. Passe auf diese Eliten auf. Was für Ding? Was? Was? Für Eliten? Ist die neu, die Message? Habe ich die schon mal bekommen? Höre das erste Mal jetzt davon. Level noch, dann wäre ich eigentlich Max-Level, aber da ja ein Update rausgekommen ist, Leute, glaube ich, geht es bis Level 70 jetzt. Also. Aber 50 ist schon mal so eine Hürde, die dann erledigt ist, und hier ist wahrscheinlich wieder eine Festung. Ja, war mir klar. Ah, krass, Festung. Okay, die muss ich mir jetzt nicht holen. So, wir sind jetzt eigentlich an der Grenze. Es kann aber hier auch irgendwo sein. Wir sind in Arkadien, sind an der Grenze zwischen dem Schmugglerwald und den goldenen Federn. Das müsste hier irgendwo sein. Also hier irgendwo muss es sein. Wir schauen mal hierher. Ich gehe jetzt da nicht rein, ich habe keinen Bock jetzt auf die Festung.
Lager. Was ist denn hier los? Schnau oder was? Okay, Leute, dann muss ich's. Dann werde ich hier noch mal hoch. Das könnte doch hier irgendwo sein, oder? Ich werde mal hier hochgehen. Ich werde mal schauen, ob ich dann dort... Die muss ja da irgendwo sein. Endlich sehe ich Martha und Brasi das wieder. Alles genau richtig markiert. Da ist aber auch, was ich gerade sehe, ein Söldner gerade, genau dort. Ist er gefangen genommen vielleicht? Deswegen habe ich auch vielleicht das riesen Kopfgeld da jetzt ausgesetzt. Mal gucken, das ist genau dort, wo die sind. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Das Göttlich ist von mir. Brasidas erkennt eine Kriegerin, wenn er eine sieht. Meine Taten würden jede Statue überdauern. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ich schnapp mich. Yeah!
Taten. Die überdauern jede Statue. Wer sagt sowas? Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schiebe dir meinen Speer so tief in deine Kehle, dass du vor den Toren des Hades Eisen scheißt. Bitte, hab Gnade. Sprich! Sie sind auf einer Klippe, mit Blick auf Tegea. Brasi, das bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Rede, oder ich knüpfe dich an den Eingeweiden an diesem Baum auf. Der Archon. Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Könnte ein Kultist sein? Du hast der Falschen gedroht, Malaka. Ich drohe nicht. Ich verspreche. Little bitch. Nun, schauen wir mal, ob wir das blöde Kopfgeld zahlen können jetzt wieder. Alter Schwede, ich dreh durch. Warum können wir das Kopfgeld nicht bezahlen? Komm schon, komm. Ella. Der Archon muss sterben. Nichts davon ergibt einen Sinn. Ich erkenne Lagos nicht wieder. Ein Glück hast du uns gefunden. Ich erhielt deine Nachricht. Der Überbringer ist tot. Er hat dich verraten, Brasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemandem mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht.
Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. So wie damals mit dem Höker in Korinth? Die Menge wollte Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Der Plan meiner Mutter ist besser. Ah, mein Kind. Vereint in Blut und Bestimmung. Deine Impulsivität trübt dein Verstand. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Was, wenn Brasi das Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Dann müssen wir die Verteidigung schwächen. Er hat Unterkünfte voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich. Okay, dann schauen wir doch mal. Ist genau hier hinten. Krümelstab Brot. Können wir das erst machen? Finde ich da alle Truppen von Lagos. Das ist nicht ganz so weit weg. Das ist dort unten. Das können wir gleich machen, wenn wir schon hier sind. Oh, es sind noch mehr. Alter Schwede. Okay, wir machen, erledigen wir erst die Dinger hier und dann gehen wir zum Kultisten. So, Bildbackgerät, Leute. Das sieht nach dem Lager aus. Die Wachen schicke ich in den Hart. Alter. Los, nicht mehr, sonst haben wir beide einen. Yeah!
Dein Leben gehört mir! Hörst du nicht drauf? Jetzt spiele ich mal noch mein Ding hier. Die Unterkünfte und die Festung finden. Letztere ist auch im Schmugglerwald. Mit ihr sollte ich anfangen. Wir haben Kriegsvorräte und Schatz, den wollte ich schon noch mitnehmen. Okay, dann stoppe ich mir Geldkiste. Boah, komme ich jetzt nicht raus, oder was? Ernsthaft jetzt, oder was? Hier bin ich. Bewegung! Ella. Los! Ho! Ho! So, Schmugglerwald. Okay, das ist eine Festung. Scheiße. Endlich die Festung. Ich sollte mich reinschleichen. Das Feuer, das bräuchte ich eigentlich. Hat er denn ein Seil gespannt?
Yeah!
Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Finden wir. Okay, hier haben wir schon mal einen Schatz. Den Bär lasse ich hier mal da drinne. War denn jetzt hier noch ein Schatz hier? Habt ihr irgendwo noch einen gesehen, oder? Eins. Okay, da ist einer. Wo ist der andere? Ah, der ist da oben. Unser Polymarch, zwei Schätze und ein Kriegsvorrat. Gehen wir erstmal da runter. Dann gehen wir gleich da oben hoch. Kann ich hier gar nicht hoch, oder was? Ah, nee, hier kann ich nur noch unten. Okay. Ja, man kann vielleicht das Seil hoch. Wichtig bei den Festungen ist immer diese blöden Fackeln da, die in eine Falle legen, weil sonst holen die so viel Verstärkung, dass ihr das nicht mehr wegballern könnt. Ah!
Okay, Kriegsvorrat und Schatz. Oh, schönen Jagdgürtel. Wir müssen anscheinend alle Gegner hier wegmachen. Nach Festung und Lager sollte ich mir nun die Unterkünfte vornehmen. Okay, sehr schön. Alles erledigt, alles ready. Dann holen wir uns nun das letzte. Ist dort oben, okay. Na los. Unterkünften. Los! Guck mal, die Festung jetzt das Schlimmste war. Boah, Festung wird immer so krass, ey. Wir haben schon 10 Skillpunkte wieder, aber ich will halt mit dem noch warten, weil ich sehr viele Punkte brauche, wenn ich den Speer auf Stufe 5 habe. Dann können wir halt einiges machen dann. Schon wieder so eine Festung, oder? Los! Tegea. Ich glaube, den Rest soll ich zu Fuß gehen. Bauen sich richtig eine Mauer hier rum. In Tegea gibt es 3-mal mehr Tiere als Menschen. Ich sollte auf Raubtiere achten. Das sehen wir jetzt gleich. Freuen sich auf jeden Fall schon mal Wachen. Wir schauen mal mit Ikaros rein, was hier. Schaut es nicht aus. Ah, das müssen die Unterkünfte sein, von denen Martha sprach.
Läuft, würde ich sagen. Laut Martha versteckt sich Lagos in der Festung Samico. Ich sollte ihm einen kleinen Besuch abstatten. Das ist schlecht hier, genau. Oh, noch einer. Hätte ich mal lassen sollen. Die war 38, aber die war echt nicht leicht, muss ich sagen. Okay, es waren jetzt auch zwei Söldner. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht wieder alles nochmal neu machen müssen. Ich drehe durch. Der 40er ging echt leicht, aber der 38er, der hat es in sich gehabt. Aber na gut. Ich denke mal, dass wir jedes Gebiet wieder machen müssen. Ah, scheiße. Aber das ist jetzt weg. 100 Meter. Ah, das müssen die Unterkünfte sein, von denen Martha sprach. Ah!
weiter versteckt sich Lagos in der Festung Ranikon. Ich sollte ihm einen kleinen Besuch abstatten. Aber so läuft das eben. Nein! Meine Fresse! Krieg ich einen Vogel, Mensch! Kann doch nicht wahr sein! Eieiei! Jetzt habe ich mich echt zu spät gehalten. Ich habe genau auf den Heilknopf gedrückt. In dem Moment ist die Bombe eingeschlagen. Diese zwei Penner, ey. Ich habe zu spät gesehen, dass ich in einem falschen Baum drin bin. Sonst hätte ich die Heilung schon viel eher reindrücken können. Scheiße. Okay, dann nochmal. Wir können das Kopfgeld auch nicht bezahlen, das gibt mir auf den Sack. Ah, das müssen die Unterkünfte sein, von denen Martha sprach. Versteckt sich Lagos in der Festung Sanikon. Ich sollte ihm einen kleinen Besuch abstatten. Können wir jetzt speichern? Könnte gleich mal speichern jetzt. Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen hier aus dem Gebiet schnell raus. So, jetzt können wir speichern. Wir speichern das jetzt sofort ab. Okay, wir haben ja gespeichert. Der war doch vorher nicht so schwer.
Scheiße. Ich glaube, ich lasse die Netze. Die Kameraden werde ich mir zum Schluss mal holen dann. Aber sonst kriegen wir hier gar kein Ende mit der Quest. Mit der Quest. So, wir haben gespeichert. Wir könnten jetzt eigentlich hier weitermachen. Oder wir holen uns Schaum. Wir holen uns auf jeden Fall das hier noch. Umsegel hier oben. Schauen wir mal, endlich mal unser Kopfgeld bezahlen können. Schauen wir doch mal. Oh, wir können die Kopfgelder bezahlen. Hallo? Aber nicht mehr. Wir können nicht mehr bezahlen. Okay. So, dann holen wir uns nochmal die Bitch. Bitch, ey. Ganz da hinten. Ganz schön weit der Weg, ey. Ja, dann decken wir hier auch schon wieder ein bisschen was. Wir haben aber ganz schön viel geschafft, muss ich sagen. Okay, außer die paar Kämpfer da, die wir verloren haben. Aber okay. Kommt vor. Die waren auch ein bisschen vom Level höher. Obwohl ich den gleich im ersten Kampf super knacken konnte. Weil die anderen zwei, die haben mir den gar ausgemacht. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Leider nicht. Wir sind Söldner.
Ich hoffe mal, dass der mich in Ruhe lässt. Ich mal hier durch den Wald durch, ich glaube, das ist sicher. Schon und weiter. Los. Oh, oh, oh. Er ist ganz da hinten. Das machen wir jetzt aber anders, Leute. Ich gehe außen rum. Vielleicht können wir den ja anders snacken.
Übernachten mal. Das ist krass. Das ist zu krass. Kann ich mehr bezahlen wie das? Irgendwie bloß da rein. Und den Tod bestätigen. Kommt schon, wir werden sie finden. Ja. Ich hoffe, du magst es halt. Ich fasse es nicht. Wie konnte sie euch entkommen? Das wird mir nicht nochmal passieren. Das hast du verdient. Sogar noch Schlimmeres. Geschafft. Oh, das ist belastend, ey. So, jetzt brauchen wir noch 2 Fragmente und somit können wir unseren Speer endlich auf Stufe 5 ballern. Was ist jetzt hier noch? Ah, stimmt, das mit dem Tierfeld müssen wir auch noch machen. Alter, was ist denn das da? Warum ist hier so... Ah, das ist so ein... Vom Stufenaufstieg her, oder einer?
Okay, ja, dann lasse ich trotzdem. So, sprüchen wir im und Brasidas. Ja, die sind dort hinten. Schauen wir, ob es irgendwie einen Portpunkt wird es wahrscheinlich nicht geben. Dann hier, da muss ich wahrscheinlich. Ah, scheiße. Okay, da muss ich komplett hier außen rum. Okay. Dann, ich würde sagen, das machen wir noch. Wie kommen wir hier am besten außen rum? Heftiger Scheiß, ey. Ich weiß nicht, warum wir nicht die kompletten Kopfgelder bezahlen können. Was ist da los? Warum können wir das nicht bezahlen? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das noch seht. Ich glaube es zwar eher nicht, weil es schon so lange geht, aber ich will hier nicht immer nur 30 Minuten Folgen machen, weil wir dann hier, weiß ich nicht, 500 Folgen haben oder so. Übernachte mal. Dann ist wieder Tag. Dann sehen wir mehr. So. Er ist tot. Das macht es kompliziert. Ein Kultist weniger. So einfach. Hätte sowieso gebraucht, Leute. Lagos war einst ein guter Freund. Ich hätte etwas tun müssen. Ja, aber war doch ein Kultist, Brasidas. Weißt du, was du da rumeierst? Es tut mir leid, komm. Verzeih, Brasidas. Doch als Lagos sich dem Kult anschloss, war sein Leben verwirkt. Erst tötest du den Höker in der Öffentlichkeit gegen meinen Rat und nun tötest du Lagos? Stündest du unter meinem Kommando, dann wäre das dein Ende. Ich folge keinem Befehl. Ich tue, was nötig ist. Es ist getan. Sicher willst du so schnell wie möglich in Sparta Bericht erstatten. Wir haben den Kranz gewonnen. Aber wir sollten auch noch Böotien für die Könige einnehmen. Richtig, dort wirst du gebracht, bevor wir zurückkehren. Myrine, du bist so entschlossen wie eh und je. Du wirst bald in dein Haus zurückkehren. Da Lagos tot ist, müssen Vorkehrungen für Spartas Versorgung getroffen werden. Arkadien ist wieder sicher. Und das Kopfgeld ist aufgehoben. Wir können unbesorgt reisen. Ah, okay. Dann lass uns nun weiterziehen. Ich habe das Gefühl, nicht, dass der Brasidas auch noch ein Kultist ist. Oh, jetzt müssen unser Kopfgeld weg sein. Hoffe ich. Wir schauen mal. Oh, Kopfgeld ist weg, okay. So, wo geht's jetzt weiter? Eroberer. Den Pol. Ja, wir haben eigentlich nur noch zwei Quests jetzt hier. Odyssey-Kapitel hätten wir schon noch was. Trifft den spartanischen Polemachen. In Böotien zu. Oh, wenn dann das Athen ihn. Okay. Warte mal. Odyssey. Odyssey-Kapitel, hier haben wir auch noch was. Aber es sind halt die Kultisten. Mal schauen, welchen Baum wir jetzt. Ah, wir haben hier noch.
Hier unten wäre noch dann der Baum bald fertig. Aber hier haben wir eben noch keine Hinweise. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Haben wir hier schon mehr? Nee, auch nicht. Okay. So. Okay, wir müssen hierher. Nach Bolotien. Das können wir aber relativ einfach machen. Weil wir hier die Punkte auch haben. Ein Eber. 38, den können wir auch nochmal snacken. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und machen natürlich in der nächsten Folge weiter. Und dann schauen wir mal, was uns denn dort erwartet in Biotien. Trifft den spartanischen Polemachen. Okay, das schauen wir uns in der nächsten Folge oder übernächsten Folge an. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt in der nächsten Folge dann alles noch zu erledigen haben auf dem Weg dorthin. Hier wäre noch zum Beispiel der Eber. Vielleicht schauen wir den nochmal an. Ob wir den legen können. Und ansonsten, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Andi.